Auf der AKMTW-Werft in Wismar ist ein neues Schiff entstanden. Die neue AIDA Vita wird das Schwesterschiff CS AIDA unterstützen und soll die gestiegene Nachfrage an Seereisen der anderen Art stillen. Es ist der 4. Mai 2002. Große Stars wie DJ Bobo und die No Angels begrüßen die AIDA Vita in Rostock-Warnemünde. Die Gattin des amtierenden Bundeskanzlers, Doris Schröder-Köpf, ist die prominente Taufpatin. Dann ist es soweit. Kurze Rede, langer Hebel. Ich taufe dich, AIDA Vita, und ich wünsche dir, deiner Besatzung und deinen Gästen eine allzeit gute, sichere und erfolgreiche Fahrt. Und das ist er. Der Beginn der AIDA-Flotte. Aus dem Schwesterschiff CS AIDA wird AIDA Cara. Nun sind AIDA Vita und AIDA Cara gemeinsam als Botschafterinnen des neuen Clubschiff-Gedankens auf den Meeren unterwegs.